Salvete discipuli. Hier ist Juno und ich möchte euch heute die Präpositionen, die mit dem Akkusativ stehen, näher vorstellen. Als Vorwissen solltet ihr eigentlich nur die verschiedenen Kasus, die es im Lateinischen gibt, kennen. Also den Nominativ, den Genitiv, den Dativ, den Akkusativ und den Ablativ. Zudem ist es wichtig, die Deklination der A- und O-Deklination zu kennen. Wie zum Beispiel Servus mit dem Genitiv Servi und Amica mit dem Genitiv Amicae. Ich möchte mein Video wie folgt gliedern. Zuerst werde ich die Frage klären, was genau sind eigentlich Präpositionen? In Punkt 2 folgen dann die verschiedenen Verwendungen der Präpositionen. Als nächstes komme ich zum Thema, nämlich die Präpositionen, die mit dem Akkusativ stehen. Hier wird zunächst eine Übersicht über diese gegeben, zusammen mit ihren Bedeutungen. Des Weiteren folgen einige Beispiele. Zuletzt steht dann eine kurze Zusammenfassung. Wir beginnen also mit der Frage, was sind Präpositionen? Präpositionen sind Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com